Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Mit Hannah. Ja, im letzten Part haben wir hier Arbor-Bucht geklärt. Fast 600 Gegner, das war lustig. Und jetzt kommt wahrscheinlich der zweitschwerste Dungeon des Spiels. Scherben vor, der ultimative Untoten-Dungeon. Erinnert euch sicherlich nur an Scepter von Ohr. Ja, und die Tante will irgendwie die Besatzung wiederfinden vor irgendwelcher Piratencrew. Hä? Ist auch seltsam, das Quest irgendwie, oder? Ach, dann wird sie sich bestimmt freuen, dass ich reichlich Kenny Korb wird dafür büßen, was er Glaives Mannschaft angetan hat. Was? Glaive? Vernichtend war Glaive. Gibt's doch. Elite-Fähigkeit von Rito. Das wird vielleicht aneinander angelehnt sein. Kleinen Moralschub haben wir aber ja. Per Dungeon hat's ein bisschen in sich. Locker. Ja, aber lieber mit Geist aufstellen dann. Oh, können wir ja. Das Ding ist, der Dungeon verarscht einen voll. Das sieht halt voll low aus, ne? So die paar Gegner, ich glaube, die sind so stark. Ich glaube, du hast dich davon Guild-Wiki ein bisschen... Nein, wir sind damals hier auch schon immer down gegangen. Da musste man ja durch, um zu Geths Lager zu kommen. Weißt du das gar nicht mehr? Nö. Oh, rip. Und Blindheit heißt, kein rettet euch selbst. Just saying. Ja, locker bleiben. Ja, sowieso, das ist aber auch nur eine normale Gruppe, ne? Von denen. Ja. Die ist schon jetzt nicht free. Nee, das nicht, aber. Ja, mal gucken, was noch wird. Ah, ein Dietrich, nice. Wieso findest du mal die Dietriche? Ich will auch. Ja. Dafür kriegst du immer den geilen Shit aus den Truhen. Das stimmt, immer die grünen Sachen, ne? Wobei, das ist eigentlich. Oh Gott, ja, willst du noch mehr labern? Ja. Das werde ich jetzt nicht lesen, ihr Lieben. Es geht eh immer so schnell weg, wie ihr seht. Ja, wer hätte das denn so schnell lesen sollen? Müsste das Video pausieren. Wäre ich irgendwie Google Glass und könnt ihr alles scannen, ey. Da müssen wir auf jeden Fall pullen. Ja, Sanatius nach hinten. Oh oh, so viel zu pullen. Einfach. Hä, die kann man ja nicht pullen. Es ging nur darum, dass die da hinten nicht reinlaufen. Ja. Die waren eben fast nebeneinander. So ist alles gut. Ja, ja. Supi sup. Ah, nicht auf. Oh, verfehlt. Jetzt kommen sie aber, glaube ich, da hinten. Aber jetzt sind die eh schon fast alle tot. Ja, nee. Die sind tatsächlich nicht in uns reingelaufen. Ja. Wenn hier nochmal die Geister aufstehen. Ja, den Dungeon nehme ich sehr ernst. Sagen wir es mal so. Lieber so als immer wipen, ne? Na gut, ready? Ja. Kommt her, ihr Säcke. Pam, die Geister direkt. Pam. So brutal, wenn man die aufstellt. Das ist halt so ein krasser Vorteil und das ist halt schlimm bei Exil Sklaven nennt was. Der hat untötbare Geister und ganz viel davon. Der Endboss. Hm. Ist quasi unser Endboss für Eye of the North, wenn ihr so wollt. Dunschan der Schwarze. Ja, ist so. Das wird so heftig, ja. Na gut, dagegen ist das hier wahrscheinlich ein Witz. Ja, aber jetzt kann man jetzt so nicht sehen. Hä, was ist denn das denn? Aber die können ja wirklich nichts. Die da hinten. Ja, die können nichts, gerade. Die können wirklich nichts. Oh, die haben diesen Schild, den ich gern hätte. Ach, den meinst du? Magma-Schild. Es gibt noch einen anderen. Ja, der ist auch richtig geil. Den habe ich aber irgendwo. Wo habe ich den verkauft? Den haben wir gedroppt. Aber der war halt nicht Gold, leider. Ja. Ich bin nur wegen Skin, glaube ich, behalten. Na, was sind das da für Blödmänner da? Die bewachen aber die Gebietskarte. Naja, was willst du machen? Lieber hingehen, ne? Naja, was soll die?
Okay, die bewachen die Gebietskarte, haben wir nicht haben. Du weißt ja, ich hab das U nie offen, deswegen weiß ich immer nicht, welche Einzelgruppe du meinst. Ach so. Die anderen standen ja auch voll allein. Ja gut. Dann gehe ich wohl mal rein, ne? Ja. Nützt ja nix. Ach, da ist immer ein Boss. Na toll, der Wurst. Boom, boom. Verfluchter Bandit. Ja, die halt, das Nervige bei denen ist halt, dass die... Die Blindheit. Ja. Oh ja. Haben echt alle Elis von denen. Aber zum Glück nicht irgendwie beruhigende Bilder oder so Mist. Ja, ich finde das an sich erstmal nicht so schlimm mit der Blindheit. Weil wenn ich nicht so oft treffe, ja gut, ist halt weniger Schaden, aber das... Und der Drachen-Aegis reduziert ja zum Glück die Blindheitsdauer bei mir. Mhm. Ja. Schön. Hm. Ja, wo muss man hin? Da, zum Schlüssel. Ja, was ist das für ein Tante, ey? Besatzungsmitglied Chandra. Ich hasse das. Wird auch ein Zauberstab oder so, macht halt nichts. Oh, die müssen wir auf jeden Fall pullen. Da sind so viele Fallen. Ist ja richtig nervig. Gut, stellen wir hier auf. Richtig. Schön im Türrahmen. Missklang, wichtigster Geist. War schon immer so und wird schon immer so bleiben. Und? Ja. Wie viele Geister, ey. Richtig Armee. Ja, so tryharden wir den Dungeon natürlich gerade. Ist auch gut sowas. Ich habe noch nicht einen Treffer gelandet in diesem Kampf. Ach, ich distanziere mich extra und halte mich erstmal raus, damit die auf jeden Fall mir die Blindheit nicht geben. Dann haben die ja natürlich erstmal Cooldown. Touren mit IQ. Weil wenn ich Blindheit habe, ist es vorbei. Das ist schon ärgerlich. Warum kommen die denn jetzt auf einmal? Kommen wir einfach an die Rand. Die haben es gerochen, ey. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall Leichen geben. Leiche will be guaranteed. Ich glaube, ich hatte in dem Kampf auch noch nicht einmal Schmerztropfen an. Oh Gott. Ja, kein Adrenalin. Ja, ich habe auch wieder nur Blindheit, weil der jetzt neben mir stand, der Doofmann. Ich habe das Gefühl, und die Kleriker sind auch nervig. Richtig nervt die Kleriker. Vor allem, die haben mehrere Blend-Skills. Ja, sag ich ja. Ja. Ach, schon wieder. Ja. Es wird bei mir einfach die ganze Zeit wieder aufgetan. Uiuiui. Ui, ui. Geht nicht mal zu einem Viertel weg. Jetzt habe ich Schwäche, aber ich muss sowieso keinen Schaden. Schwäche ist nicht Schwäche schlimm. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Nee. Blindheit nur die billig Version davon. Ja. Gibt ja halt einige Skills, die mit Schwäche halt so Synergien haben, aber das war's auch. Stimmt, ne? Manchmal, wenn der Gegner geschwächt ist, dann fühlen wir das und das noch und so. Wir müssen den Schlüssel holen. Der befindet sich leider da. Nein! Oh. Mensch! Faulschuppe, was machst du denn hier? Na gut, das ist nur ein Problem, wenn die blind machen können.
Können die, glaube ich, nicht tatsächlich. Ja, dann ist ja schon wieder easy. Ja. Vergleichsweise. Ja, auf geht's, wa? Ja, alles klar. Oh. Oh. Der Hundi. Blind. Doch, die können blind machen. Blind wegen dem Bandit. Nur der kann das, der Boss. Das kann nur der Bandit. Ja, das ist ein Boss. Oh, ja. Ja. Ach ja, du hast ja irgendwie die Musik nie. Nee, ich höre das immer nicht. Die Bossmusik. Aber das, ich mach doch auch immer extra. Du. Ich hab keine Ahnung, was du mir damit immer sagen. Ja, das ist ein Boss, das. Oh, ja gut. Den Verlierschlüssel kann ich nicht aufheben. So aufheben. Find den Leden nicht, ach da. Okay. Tja, wo müssen wir jetzt lang hier? Oh. Wieder pullen. Da sind schon wieder die nächsten Pfeifenreiniger. Nehmen wir. Na dann, darf ich? Ich glaube, die kommen zu uns sowieso. Jupp. Ja. Schön mit einem Kleriker. Und Priester auch noch, geil. Das volle Programm. Ich habe noch keine Blindheit bis jetzt. Aber ja, weil ich es diesmal wieder habe. Einen von uns geben sie es immer. Und Gorn hat es auch. Ja, jetzt habe ich es auch. Mhm. Boah, ist das nervig. Boah, der Kleriker hat Umkehrung des Schadens und auch den Pott Umkehrung des Schadens. Ja. Beide Versionen, das habe ich noch nie gesehen. Es gibt ja auch noch eine Elite-Fähigkeit. Stimmt. Und dann gibt es ja auch noch die Ritu-Version davon und die Ritu-Elite-Version davon. Also das gibt es echt ganz zum oft. Glück überhaupt nicht übertrieben, ne? Ja, also es gibt 5 Fertigkeiten, die das können. Also. Machen wir hier dann. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ja, hier durch. Durch diese Giftscheiße? Ja. Dann warten wir halt einen Moment und dann gehen wir einfach drauf. Das sind ja nicht so viele. Obwohl, doch. Ja, dann lassen wir hier links rüberlaufen, wa? Hier lieber hin, ne? Und dann Geister aufstellen und gut ist. Ja, die laden auf. Das ist ja nicht schlimm. Haben wir ja keinen Druck. Wird ja nicht Deutschland Weltmeister mit dem Zug hier. Aber jetzt. J, auf geht's. Oh Gott, das Skelettzauber war schon wieder da. Eigentlich, die sind voll effektiv, aber die haben voll das komische Bild. Erdmagie und Blitzmagie, irgendwie ganz komisch. Ja, scheint ja zu funktionieren. Ja. Erdmagie für Damage und Blitzmagie fast nur für Verteidigung, damit man halt diese... Blind machen oder vielleicht sogar zu Boden schmeißt, dass das Beben noch stärker ist. Oh cool, noch eine Zombie-Gruppe, die random irgendwo hergekommen ist. Ja, scheiße. Das ist jetzt natürlich echt gut. Das ist nicht gut. Nö. Also solange wir immer Blindheit haben, lässt sich da auch eigentlich fast nichts... Habe ich gerade nicht, aber was bringt's? Wenn die so stark sind. Hat man nur die ganze Zeit. Ja, das bringt jetzt gar nichts. Weißt du, das immer hier? Ja, Scherben von Ohr. Mach's alleine, komm schon. Random Patrouillen, die auf einmal wie auf Koks hier reingestürmt kamen. Warte, ewig. Oh, die kommen zu uns, oder was? Er kommt Geistes. Gerne her. Nein, jetzt hauen sie wieder ab. Naja, ist ja egal. Eine Gruppe pullen und gut ist. Einfach hier warten, würde ich sagen. Hier lieber, ne? Ja. Das war auch ursprünglich eigentlich mein Plan. Oder? Ja, nur die Zauberer. Da hinten. Schwierig.
Oh Mann. Ja, es war too much. Drei Leute blind immer und dann diese mega Armee da. So ultra Zombie Armee. Ach, ein Glück, ey. Das war echt too much. Ja, jetzt sind sie ja nur noch. Jetzt können die ja gerne kommen. Boah. Trotzdem Geist draufstellen. Ja, auf jeden Fall. Klar. Das Flaggen ist ganz wichtig. Trink auch mal einen Grog. Ach, das war schon wieder verschwendet. Let's go, wa? Ja, ich komm, geh schon mit. Und mehr Grobian. Und wieder straight up blind. Straight up! Wow, okay. Wow. That's lit! Okay, das war jetzt geil. Zwei kühler Sieg hintereinander rausgedrückt. Manchmal muss halt auch mal klappen. Ja, wenn du da im Flow bist, ne, mit den Derwisch-Treffern, uff. Ja, es geht halt nur sehr selten, wenn sehr, man eine Blindheit sehr. Hat. Ja, ohne Blindheit klappt das öfter manchmal, ne? Aber ach so, ich dachte, das klappt generell selten. Ja, geht. Wenn man schnell gut reinrennt und die sich halt auf einen selbst erst konzentrieren, dann geht's super. Dann klappt's immer richtig gut. Aber es muss halt auch klappen. Also mal so. Schild, jawohl. Ja, let's go, Inschrift. Ja, ich suche ja schon, wo ist. Da ist er. Ach, Befehlsgewalt. Ja, ich hab Führung. Reduziert Benommenheit Dauer, na toll. Inschrift. Ja, ja. Ja, besser als nichts. Ach, Benommenheit, ja. Doch Blindheit. Nee. Das wäre schön. Naja, das habe ich auf einem anderen Schild drauf, deswegen will ich das nicht unbedingt auf dem Qualschild haben. Naja. Ich glaube, die können wir ignorieren. Oh, okay. Klar. Ja, oder wir wollen die Truhe. Ja, musst du mir. Ja, lieber die Truhe, ne? Okay. Ganz ehrlich. Wir brauchen halt noch zwei Sachen. Das ist das Ding. Anton hat jetzt auch das. Haben wir natürlich noch nicht verwehrt, weil er noch nicht rausgegangen ist aus dem Gebiet. Aber ja. Mann, triff irgendwen, ich brauch das Adrenalin. Los! Mann, diese blöden Potter. Kleriker sind wieder echt AIDS. Ich bin echt nur dafür da, um die ersten Treffer abzufangen und dann bringe ich fast gar nichts mehr. Ja, ist wegen Blindheit meinst du jetzt, ne? Aber die Treffer abzufangen ist schon so viel wert. Ja, das stimmt. Darfst du echt nicht unterschätzen, weil der erste Spike ist immer brutal. Ja. Siehst du ja am Lichway. Da haben wir keine Gwen und so und dann kommen die direkt mit ihren stärksten Sachen und crumbled meistens schon irgendwas. Im Hard Mode zumindest. Sehr schlimme. Das ist wahr. Konntest nebenbei die Truhe öffnen, bist du so immer blind. Ja, das ist ja auch so. Schon witzig. Ich meine, hin und wieder kriege ich mal ein Rettet euch selbst durch. Oh geil, Paragon Folien, let's go. Aber für Schaden reicht's halt absolut nicht. Ja, das sieht so dumm aus. Goren, 1% Moralschub. Und nee, da dürfen wir auf keinen Fall rein. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Hätte man auch von ganz Lager hier reingehen können? Ja, aber dann wäre ja die Tante nicht da. Ach so. Und wir müssen ja zurück. Der Schlüssel war ja irgendwie da eben. Das sind hier Pergamentfetzen. Ach, von der Crew. Heute haben wir die Aberbucht erreicht. Da rennst du einfach rein. Disrespect. Ja. Die können halt gar nichts. Die können halt echt nichts. Ich meine, die halten viel aus. Arterienabtrennung, wow. Ja,
halt noch nur 4 Auswahl sind wir noch nicht, aber. Ja, die nehmen halt wenig Schaden durch mich, aber es liegt halt daran, dass es halt Krieger sind. Und wahrscheinlich, und, naja, zumindest die Schwerter, also die Axt und Schwert sind das. Ne? Ja. Ja. Die haben ja auch immer automatisch ein Schild sozusagen. Draußen kann man vorbeilaufen. Stimmt. Oh nein. Noch ganz hier hinten, würde ja, ich sagen. Was leicht erhöht ist, würde ich auch sagen. Ja. Tja, let's go. Geist aufstellen und Augen zu und durch. So viel aus, wenn die Geister auf einer erhöhten Position stehen. Mhm. Nein! Na ja, was soll man machen? Das ist wahrscheinlich unumgänglich hier. Vielleicht. Nee. Nee. Ripperino in Pepperino. Es gibt allein die Skeletthunde, ey, die sind auch nicht so schwach. Naja. Sind halt wie Minions so, nur ein bisschen besser. Das stimmt. Das nervt halt. Es sind allein trotzdem nervig. Das ist halt die Masse. Ja. Bodyblocken ständig und so weiter. Noch unten killen kann. Boah, dass ich überhaupt noch lebe, ey. Was machen so Nazis und Dingens? Ja, ja, und ich halt. Naja, aber du heilst ja nicht so doll. Nee, aber ich sehe dazu. Ich sehe halt dafür zu, dass du keinen Damage nimmst, oder weniger. Ja, schon, aber ich meine, ich sehe, denke nur die ganze Zeit, okay, meine Leiste geht die ganze Zeit runter, 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 aber sie geht auch wieder hoch, hoch, hoch. Das meine ich halt damit. So, ja, ich hätte schon tausendmal down sein müssen. Dass ich schon längst down wäre, wenn ich keinen Dingsbums hätte, das ist völlig klar. Das wäre instant alles weg. Wenn zwei Gruppen auf einmal jetzt gewinnen, wäre ja sogar mit ein paar kleinen Verlusten. Ja, das ist echt krass, ne? Weil die sind ja wirklich insane. Die stehen schon sehr stark, ja. Ja. Der klaut auch noch die Leichen, der Nekromant. Klasse. Ja, egal. Win. Ja. Oh. Direkt der nächste Mist. Ja, also die letzten. Eigentlich könnte man schon durchsprinten, wenn man wollte. Ja. Aber kriegen wir die Truhe nicht. Ja, dann ein bisschen Platz lassen hier. Zack, schön verteilen die Leute. Gegen der Erdwichser. Ja. Let's go, ne? Warte, ich habe auch keine ewige Aura. Na dann, ich renn mal rein. Baby. Kommt her. Geister direkt. Oh Mann. Ja, das haben sie wieder gut hingekriegt. Zombie-Grobian, da können wir schon aufs Boden schmeißen. Das ist auch ein bisschen nervig immer. Wobei, die haben Berserker-Haltung. Ich glaube, die sind nicht so schlimm. Nee, die sind wirklich nur Kanonenfutter. Schon die Truhe geöffnet. Jetzt. Ja. Auch einen Totenbogen. Nur in Gold. Toll. Juhu. Na dann können wir jetzt. Hier können wir jetzt durch. Ja. Na dann. Scherbenfauer, Ebene 2. Oh, hier wird es schon scherbenartig. Hier sieht es richtig scherbenartig aus. Was ist denn geil? Drogner. Da bist du. Tante rennt uns immer noch hinterher. Oh, verfluchter Bandit, den muss man, glaube ich, töten. Ja, der hat vielleicht wieder einen Schlüssel oder sowas. Na gut, dann Sanatius nach hinten. Die beiden weiter nach vorne. Vielleicht nicht ganz so weit nach vorne, oder?
So, da will ich mal, wa? Ja. Na, dann kommt mal her, ihr Säcke. Au, 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 au. Geht schon wieder los. Au, au, au. Boop, boop, boop. Schlag zu. Boah. Ist immer so knapp mit meinem Leben, bevor ich Dings habe, ey. Verfluchter Bandit, ey. Der muss weg. Ist weg. So, dann haben wir ein Dings gekriegt. Was hat es gebraucht? Bonus. Also, gut. Das war's. Soll ich eine Schriftrolle für dich? Aber hier liegt auf jeden Fall kein Schlüssel. Aber eine Truhe. Mit einer Fackel. Oh nein. Nicht, dass wir die brauchen. Ich lasse sie erstmal da liegen. Locker brauchen wir die. Ich nehme das schon mit, das hat ja keinen Sinn. Ja. Muss es echt. Ist sogar markiert hier bei Guildwiki. Wird wohl einen Sinn haben. Die wird wohl leider einen Sinn haben, die Scheiße. Ja, dann ist eigentlich nicht. Eine relativ kleine Ebene. Letzte ist jetzt auch nicht die größte. Die kriegen wir auch so hin, da brauchen wir. Ja, doch. Ja. Ach, was soll's, hat ja keinen Zweck. Lieber ernst nehmen, aber jetzt kannst du doch schon. Ja, ja. Schmerzhafte Bindung. Das macht er so selten, das mach ich lieber manuell. Oh nein. Oh, Glaive ist eine Frau? Guck mal da auf dem Bild von der Ferne. Hä, da ist nur eine Kralle abgebildet. Ach, das vernichten ist dieses Glaive. Ja. Achso, ich dachte mal, es soll Blitze sein. Nee. Nicht, hier ist auf jeden Fall ein Flammenkohlebecken. Oh, echt? Boah, nee. Ich muss die Fackel mitnehmen, na toll. Gab's nicht eine. Irgendwann hat doch mal einer was von einer Lady Glaive erzählt. Weiß nicht mehr, schon zu lange her, bestimmt Factions. Kann sein. Da kommt doch der ganz Ritualisten-Stuff meistens her. So, ich habe jetzt hier eine Fackel. Oh no, das sieht so falsch aus. Wo ist nicht übermutig werden jetzt hier? Warum ist hier nichts? Ist viel zu ruhig. Ah, hier sind Flammenkohlebecken. Oder? Hier. Oh, überall. Außen. Okay. Ja, dann hol ich mir ein neues Feuer. Ja. Ach da, jetzt sehe ich es auch. Okay. Überall außen. Hä, ist da wirklich. Ist wirklich wie vom Schattentempel bei Zelda. Nur Link müsste sich nur in die Mitte hinstellen, den Feuer entfernen und schon wieder alles an. Achso, kriegt da auch neues Feuer, wenn ich hier jetzt dran gehe? Ja. Ja, einmal im Kreis dran, die sind vor allem außen rum. Ist das lustig? Interesting. Bislang ganz witzig, der Dungeon. Und war's das schon? Ne, eins fehlt noch. Ne, fehlt noch eins. Muss man bestimmt schnell machen, sonst geht's wieder aus. Ja, gute alte Zelda-Manier. Ist uns keins oder in der Mitte? Ja. Ach, da. Oh, ganz knapp. Oh, ich wusste es. Ja, die gehen erstmal auf den Geist. Ja, sind ja nur Äxte. Ne, nicht nur Gruftgespenst. Schöner, fetter Mesmer. Schönen fetten Messmann haben sie hingeklatscht. Solange die alle so stehen bleiben, ist alles gut. Mit Schrei der Frustration und allem, was das Herz begehrt, ey. Ja, diese Phantome, die können bestimmt auch blind halten. Ja. Toll. Straight up vom Lich. Wieder passiert. Gorn farmt wieder negative Punkte.
Und dann geht das Tor auf oder was? Was wollen die von uns? Halsschuh. Brauchen wir die Fackel noch? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme sie trotzdem mal mit. Jetzt bin ich noch oben rechts, da ist nämlich der Key. Und schon wieder eine Truhe. Ich leg die mal hier an. Dann wollen wir mal hier aufstellen, ne? Führt leider kein Weg dran vorbei, ja. Und jetzt? Ja, mach ruhig. Die meisten stehen ja schon. Ach, wieder Priester und Kleriker, ich hasse es. So gut da drin, für immer Blindheit aufrechtzuerhalten. Ja, ja, wegen blendende Welle, es hat kaum Cooldown. Dafür ist das Skill. Nur 6 Cooldown. Ja. Und du weißt ja, was es im Hard Mode bedeutet. Gar nichts. Ja. Für höchstens 4 Sekunden oder so. Ja. Plus, das sind ja immer mehrere, die das können. Ja. Es sind so viele Zauberräume. Nee, ich habe gerade 3 Treffer hintereinander. Und gleich kommen die nächsten. Wenn wir nicht schnell sind. Tja. Ja, da sind sie. Aber es sind nur so. Probis. Ja, genau. Ein Mesmer. Und ein Priester. Na toll. Auf den Priester. Goal. Manchmal überlege ich, ob er Goron schreit. So, Goron! Goron! Eine Welle des Bösen bricht an Gorons Ufer. Giftdauer, naja. Dolch brauchen wir ja nicht mehr. Ach ja, stimmt. Die hab ich ja. Ja, Anton wohl noch nicht leben, weil ich es noch nicht konnte. Gott, was ist das für ein komisches Gemälde da? Oh, ich hab's verkackt. Naja. Ist doch schon wieder eine Falle. Könnt ihr mir auch nicht erzählen hier. Hey, was ist das denn? Für eine seltsame Halle. Sieht aus wie bei Wannerhorst. Ja, er war voll, ne? Oh, und dann nein, nein, ist schon wieder ein Flammenkohlebecken, bitte nicht. Wollen das die Götter sein? Bitte nicht. Nee. Nee, irgendwie nicht. Die untoten Götter vielleicht. Aber das sind irgendwelche Leute von Orbe. Das kann auch sein. Die Tante sagt ja nichts, Engel. Warte, ich muss mal meine Leute ein bisschen verteilen. Na gut, ich geh rein, ja. Ja. Kick me, please. Oh, oh, immer dieser. Der initiale Ansturm, er ist total. Gorn wieder tot? Nee, ich hab noch kein. gehört. In dem Moment ist er tot. Nee, noch steht er. Nee, er war tot. Oh, schade. Bei mir alle Moral schon. Ja, die sind wirklich brutal. Ja, Gorn ist halt für die Frontline im Hard Mode bei diesen Gegnern ist einfach. Ja! Das Ding ist halt Eye of the North, ist auch echt schwer. Ja. Beyond wird noch schlimmer, das ist das Schlimme. Guild Wars Beyond wird noch schlimmer. Das Eye of the North ist immer ein Witz. Weißt du, wenn es eine Fertigkeit gäbe, dass er wenigstens so seinen Damage auf den Tiergefährten umbasteln kann? Kein Schlüssel. Aber es gibt ja nur das
sei, dass der Tiergefährte keinen Damage nimmt und er nimmt den Damage. Das gibt es. Ja, das ist ja voll der Crap. Andersrum wäre ja geil. Tja, die Fackel ich da hinten, ne? Ich hab's mir gedacht. Wir müssen ja blöderweise trotzdem zurück zu dem blöden Kohlebecken. Nee, hier waren auch Kohlebecken. Du die Fackel gerade holen? Wo ist sie denn links, ja? Die habe ich da unten gelegt, beim Eingang zu dem Feuerbereich. Achso. Ja, dann will ich die mal. Dann kann ich hier schon mal Geister aufstellen, weil ich traue dem Braten nämlich nicht. Ich hab so. 36 Knochen, das kann nie schaden. Ja, okay. Nevermind. Hä, wieso? Kann ich die aufheben, sind deine. Steht zwar nicht dran, aber manchmal ist das ja so komisch. Ja, kann das Gift jetzt mal weggehen, bitte? Danke. Da, wo die Gegner waren, da waren auch die Flammenbecken. Nee, ist ja rechts, geht's auch runter. Was ist das denn? Flammen, Kohlebecken. So, hier wird safe was passieren. Hier ist so viel zu ruhig. Deswegen, die Geister stehen schon mal. Wie viel Grün da einfach ist. Er geht bis an die Decke mit den Schlurf, Schreck und Geister und alles. So, wo ist denn das Ding denn da? Da hinten ist auch noch eins. Rechts. Rechts! Ja, aber soll ich denn wissen, wo du hinguckst? Hier ist es. Kann es blind sein. Ach da, ja, weil da direkt dieses Ding ist. Die sind immer symmetrisch aufgebaut. Natürlich, ich wusste es. Ich wusste es. Und natürlich wieder so ein blöder Boss. Of course. Gut, dass ich die Geister aufgestellt habe. Das wäre deutlich nerviger gewesen und fliehen ja so schon. Oh Mann, der Zauberer soll mal kacken gehen. Oh, geht doch. Jo. Warum will ich die einzigen Banditen loswerden will? Was? Die einzigen Banditen loswerden will, finde ich. Ich muss den Schlüssel nehmen, ich kann den nicht nehmen. Ich muss den Schlüssel erstmal finden. Da. Ja, und du? Da. Da wieder ist zurück. Noch oder was? Hä? Ja, hier. Geradezu. Da ist nix. Na gut, dann ist es. So abgesperrt. Also, na gut. Wir müssen nur da am Feuer vorbei und das ist schon der letzte Bereich. Okay, Leute, lauft schnell, bevor ihr wieder vergiftet werdet. Oh, tatsächlich alle durchgekommen. Krass. Sogar der Löwe. Even the Lion. Get to the chopper. Oh Gott, da sind schon die nächsten. Na denn. Hier ist meine Eins. Ja. Meine Eins muss noch weiter nach hinten. Zwei kann hier hin, drei kann hier hin. Ah, Nivea, nee, das ist eigentlich dumm, was ich hier mache. So. Ready? Ja. Ah, oh shit, ich hab was vergessen. Ich hatte keine ewige Aura. Naja. Oh no. Ja, Panik macht gerade einen guten Job. Aber die haben natürlich auch wieder einen Kleriker viel zu spät gesehen. Biester. Tja. Toll, ne? Mann! Kleriker sind die schlimmsten. Immer diese Protmonks. Immer wenn die Gegner Protmonks haben, wird's richtig eklig, ey. Kaum wird meine Blindheit einmal ganz kurz entfernt. Zack, direkt los. Aber Kleriker ist tot. Boah, der Damage.
verfehlt. So. Angeblich. Ist hier gleich schon Ebene 3. Ja, natürlich erst wieder hinter diesen ja. Hampelmännern. Natürlich, extra so positioniert, dass man sie nicht ignorieren konnte. Was sonst? So, ab geht's. Ja. Ach, scheiße, ich hab wieder kein Dings. Oh. Und natürlich wieder ein Kleriker. Ich fühle mich immer so sicher, sobald ich endlich Schmerztropfen habe. Ja, vorher, oh shit. Ich fühle mich immer sicher, wenn der Kleriker tot ist. Selber. Zwei Zauberer noch. Boah, die haben aber auch so viele von denen, ne? Ja, das sind einfach. Jede Gruppe hat gefühlt drei Zauberer. Mindestens. Ja. Sesam, so. Öffne dich. Okay. Besonders der Boss soll hier schwer sein. Ach, wird schon gehen. Ja, irgendwie. Mogeln wir uns immer durch. Was ist denn dein rechts? Was ist dein? Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Ja, wir gehen lieber hier in zur Gebietskarte. Oh nein, da ist wieder eine Truhe. Wo, rechts? Ja. Und, ja, da, und ich sehe schon die Fackeln wieder. Juhu, geil. Ja, dir geradezu wahrscheinlich als erstes, ne? Ja. Okay, ja, dann kommt mal her. Au, au, au. Hä? Laufen die hin? Laufen so Backline, ja. Lydia kann auch gleich dran glauben. Wahrscheinlich, ne? Nicht gut, aber ja, noch steht so. Boah, ist jetzt auf einmal. Oh nein, ich glaube. Ja, ist natürlich. Ja, das merkt. Oh, oh, jetzt vier Grobianer. Oh. Das sind ja erst so eine Groben. Ach, laufen sogar bis nach mir. Sehr schön. Jupp. Ja, wo ist denn hier der Respawn? Ja, direkt hier. Geil. Das wird ein Spaß, aber wenigstens die Grobiane sind ja alle fast down. Und ich habe jetzt keine Pinte. Das ist ja schon viel mehr. Instant Legionär beschworen, ey. Zack, zack. Das war wichtig. Ja, wie lange durchhält. Ja, gar nicht lange. Okay. Hauptsache nur ein extra Target. Ja. Nicht da reinlaufen, du sollst hier weiter angreifen. Mann, das mit der Steuerung ist manchmal echt unpraktisch. Na gut, dann will ich. Ja, das wird ja jetzt klasse. Ja, wir haben drei oder vier platt gemacht. Ja, wäre schön, wenn die sinnvollen Gegner tot wären. Die halt richtig gefährlich sind und nicht diese Grobiane. Ja, gut, aber ich meine. Alles was mehr. Und Simmer bringt halt auch nichts, weil die Geister ja hier so aufstellen kann. Nee. Aber ich werde gar nicht geblindet aus dem Fall. Geblindet. Tja, kann ich schon mal die Zuckerstange auspacken, oder? Ja. Aber es ist auch schon so einen komischen. Abenteurer, ich habe eigentlich sogar noch einen besseren, glaube ich. Was ist das denn jetzt für ein Mist, Der ist noch besser. Okay. Ja, wenn der Boss wirklich so schwer ist, haben wir jetzt die besten Voraussetzungen mit 60er Sterbenmalus. Ja. Aber immerhin sind die jetzt Geschichte, immerhin. Ja.
nach all den Jahren. Hätte schlimmer kommen können. Tja. Ja, schreiben müssen wir ja dann neuen. Ja, wir haben ja jetzt so einen Dingsbums-Vorteil. Also zwei von den untoten Gruppen ist echt Overkill. Du bist komplett am Arsch. Ich bin komplett am Arsch. So. Na, dann will ich mal reinlaufen. Uhu, diesmal mit ewiger Aura. Na, dann kommt her, jetzt könnt ihr mir gar nichts. Wow. Geil, ne? Wo krieg ich eher? Oh no, ey. Komm schon, Garen, du willst doch kein... Der Garen ist komplett schwund jetzt. Garen ist nur eine Ablenkung. Garen, ey. Richtiger Pappkamerad, ey. Jetzt auf jeden Fall schon. Mit der Tiergefährte, oh Mann. Es lief ja bei ihm. Nur nicht jetzt, wo er tausendmal gestorben ist. Ja, das ist halt unreal für ihn hier. Er ist halt Frontline und er hält... Frontline, blinded, alles. Ja. Das denn? Jagdrasen. Wo ist er jetzt, die Truhe mit der Fackel? In der Mitte hier. Warte, ich scrolle eben. Ach, da. Dann hole ich mal die Beats-Karte, das ist nämlich da hinten. Das Feuer, wo muss das rein? Da hinten? Ich weiß nicht, wo es hin muss. Ja. Aber ich stelle mich mal. Ich mach das schon mal. Hier müssen wir nicht lang. Aber hier ist ein Kohle-Ding. Laut der Map müssen wir da nicht lang. Lade ich mich mal nochmal auf. Die wir jetzt wohl wissen. Hier ist ein Kohlebecken. Ne, ja, da stand ich gerade vor. Ach so. Ich weiß nicht, ob man das anmachen muss. Mach mal lieber. Ich hab das schon an. Schon an. Hm. So, dann würde ich sagen, nicht in dem Gift kämpfen. Lieber hier hinten irgendwo hin, oder? Hier. Das ist ja in dem Gift. Ja, die Geister kann ich ja trotzdem hier aufstellen. Naja, gut. Ja, dann gehe ich mal, ne? Ja. Warte, ich habe schon wieder keine ewige Aura. Die entfernen das immer, aber die ersten zwei, drei Treffer kann das noch mit wegblocken. Es ist keine Fertigkeit, die Schaden macht durch Verzauberung entfernen. Sonst wäre das natürlich wack. Oh ne, jetzt stehe ich im Aue drin, das ist natürlich auch ein Kacki. Ja, das Ding ist, wir müssen echt aufpassen, weil da sind schon wieder zwei weitere Gruppen, die sich da auch noch irgendwie einen Platz teilen. Das ist das Schlimme. Ein Dungeon, ich stehe ja so super dicht beieinander. Ja. Einzig Gute ist, dass sie nicht so viel rüstungsdurchdringenden Schaden haben. Echt gar nicht. Nee, die nerven nur. Ja. Schön blind machen, schön Schwäche. Ist ja Aurel und das war's. So, mich gewundert, warum das nicht mehr geht. Rettet euch selbst, jetzt weiß ich warum. Blindheit. Das ist ja usual business hier. Leider ja. Wir müssen echt weg, die scheiß Zauberer. Der Klerik halt auch. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal in diesem Dungeon in heroischer Gefahr getroffen. Nee, nur wenn wir gestorben sind. Ja, das stimmt. Da geht's. Ah!
Kirika allein. Voll der Ees. Ja, wieder Blindheit. Again and again and again and again. Überhaupt noch. Da ist auch noch so ein Dreckszauber. Irgendwie. Ich will nicht sagen, aber wir kriegen die gar nicht weg. Nee. Die sind halt einfach. Das sind auch so eine Runde. Nicht mal mit den Geistern, das finde ich halt krass. Wohin laufen die denn jetzt schon wieder? Nicht mal mit den Geistern kriegen wir die weg. Ja. Fly, you fools! Jetzt hauen die einfach ab. So gut. Irgendwie schon, ne? Können sich ruhig ganz verpissen. Jetzt kommen sie doch wieder. Naja, weil die jetzt so angegriffen werden. Ja, es sind aber auch trotzdem noch voll viele. Wir müssen doch ein paar besiegt haben. Haben wir aber nicht. Ja, der Kampf ging 3 Minuten oder so. Ja, 3 Minuten für nix. In oh, guck mal. Nein. Aber die machen das jetzt. Weil der verbuggt ist. Ah! Ja, gut. Geil. Ja, okay. Nehme ich der einer war weg. Verbuggt, der hing fest an diesem Stimmt. komischen Giftteil. Da stand der vor. Oh nein. Ja, war ja unvermeidlich jetzt. Ja. Ja, Blindheit und Schuss. Boah, Blindheit brauche ich gar nicht probieren. Aber bei mir war noch Welpenschutz. Ich habe keinen neuen Malus gekriegt. Und Simmer hat überlebt. Simmer auch selten. Dum, 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 dum. Oh, ist das kacki! Jetzt mal ernsthaft. Gut, dass es diesen Welpenschutz gibt, ey. Der ist sonst nicht brutal. Flexst du die? Sind hinter dir irgendwo gefunden. Ja. Ja, jetzt ist ein guter Moment, glaube ich. Jupp. Ja. Primitive Stab. Ach. Tja. Keine Ahnung, Mann. Ja, mit dem Malen was. Wiederholen. Also ein paar Sekunden kann ich wieder Legionär machen. Das Ding ist, ich würde ja Alkohol trinken, aber wenn ich nie treffe, bringt das ja eh nichts. Nee. Irgendwie nicht. Bis zur nächsten Session muss ich auf jeden Fall neuen Alkohol ranschaffen. Ich habe nämlich nicht mehr so viel. Das Problem ist, kriegst du ja irgendwie nie. Ja, naja. Ja. Das sind ja nur diese Events. Ja, Oster-Event ist doch jetzt bald. Oh oh. Jeremy? What happened there? Es war der Löwe. Ja, das kennt man ja nicht anders. Oh, shit, shit, shit. Oh, war das knapp. Hauptsache der Kleriker stirbt. Die Geister greifen die ausnahmsweise mal an. Wenn der weg ist, soll's gehen. Und er ist weg. Yes. Let's go. Das Ding ist, wenn die Geister konsistent die angreifen würden, die halt wirklich Prio Nummer 1 sind, er ist alles so viel leichter. Ja gut, aber dann ist ja noch krasser als so Ghost, ne? Ja, aber so ist es ja, wenn man die selber spielt. Ja. Das ist ja das Problem, weil ich die ja nicht selber steuern kann. Nur Ping. Ja, selbst das funktioniert nicht richtig. Dann muss er sich noch dran halten.
ja auch nächsten Job damit da drin, uns Dinge zu geben. Ja, Schallfall, die kaum noch Energie hat. Leben, meine ich. Sowohl als auch. Und ist der Priester jetzt endlich mal tot? Ne. Der tankt sich schon wieder hoch, keine Angst. Hier aufstellen, oder? Ja. Am Eingang hier. So ein bisschen auf dem Feuergebiet, Ja, ein bisschen, ne? So das Innere von der Schmiede. Ich glaube, wo der Boss ist, da ist auch Feuer. Ja, ist da wieder so ein blöder Priester? Ich hoffe nicht. Ich bin eigentlich auch voll dumm, warum kämpfe ich nicht die ganze Zeit mit der Axt? Das ist auch viel besser. Ich mache eh keinen Schaden, ich treffe ja nie. Aber dann halte ich mich ein bisschen mehr auf. Ja. In dem Moment wird auch natürlich noch eine Axt gedroppt. Für die Ironie des Schicksals. Ja. Sefis Axt. Von Sifirot. So, das wohl die letzten. Ein bisschen weiter vorne aufstellen. Kann ich? Ja. Dann kriege ich vielleicht noch mehr Adrenalin, wenn die mich jetzt angreifen. Ja, perfekt. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Ja, nee, die Sense ist doch besser, weil dann habe ich ein paar mehr Chancen, um ihn zu treffen. Stimmt. Ja, wenn die alle dicht beieinander stehen, ja, zumindest. Solange die Grobis noch da sind, klappt das ja auch ganz oft. Oder schon mal weg von denen. Ja, stimmt. Oh, ich habe meinen Treffer gelernt. Und das war's auch schon wieder. Oh, die Geister. Triff doch mal. Triff doch einmal, komm schon. Ja. Geister machen wir da nicht was so sollen. Der haut hier von der Seite alles kaputt und die Geister juckt's halt nicht. Ist er trotzdem weg. Nach all den Jahren. Oh je, Scherben vor Ohr. Letzten Ebenen. Ja. So schlimm wie erwartet. Also wenn keine Zauberer dabei sind, ist es einfach nur easy. Nein! Die Priester und Kleriker gehen ja, voll klar. Hart auf den Singen. Ja klar, aber wenn die wären ja kein Problem, wenn man nicht ständig blind wäre. Ja, maybe. Die richtigen MVPs bei denen sind einfach die. Die sind free! Und ich freue mich, die zu sehen. Muss ich einfach mal sagen. Ja, ein bisschen weniger malig, ne? Ja. Nehmen wir mal an, die sind ja auch nicht so high level, die geben leider auch nicht ganz so viel Erfahrung. Okay, never mind, guck mal, hinten angelatscht kommt. Mhm. Und natürlich sind sie in Aggro-Range. Aber immerhin sind die jetzt so weg. Die Verzauberten, trotzdem. Jetzt fahren wir wieder einfach nur mit dem Kopf schütteln. Ja, typisch für den Dungeon, ne? Ja. Für viele Dungeons, nicht nur für den. Ja, aber in diesem hier ist es besonders nervig. Ja. Was meistens direkt das Todesurteil bedeutet. Jupp. Verschlossene Truhe. Klauendolche. Ja, sauber. Nochmal Trend für Anton.
hier. Zum 100. Mal der Drachengipfelstab. Ich glaube, was anderes habe ich noch nie. Also das häufigste, was ich aus der Truhe kriege. Eigentlich so, schon, ne? Erstmal Mana aufladen lassen für alle. Livia hatte 0, Sanatius hatte 10. Hier ist schon wieder zu ruhig. Das stimmt doch schon daraus nicht, ey. Ja. Sag nicht, wir brauchen eine Fackel. Ich finde, die haben uns jetzt lange genug gepeinigt. Also jetzt ist auch okay, wenn es mal kurz ruhig ist. Ja, den Dungeon traue ich gar nicht. Ja. Mensch, hey. Na gut, aber hier in die Tür stellen und dann gut ja. Ist. Ja gut, solange keine anderen kommen, sollte es ja machbar sein. Machbar heißt nicht leicht. Ja, sieht doch ganz okay aus. Ja, schlimmste kommt noch, der olle Boss. Bei der Macht der Zeichen. Warum werde ich denn nicht gedingst? Oh. Fußsoldat ist da. Wäre geiler, wenn die mal 3 schicken würden. Ja. Wie sieht der überhaupt aus? Ist einfach so ein ganz normaler Vollpfosten da. Ja. So wie die Kanterwache. Geil. Aber er lebt. Let's go. Fußsoldat. Bester Mann. Ja, ich hole mal die Gruppe an. Nächste Gruppe, wa? Ja. Achso, das sind eh nur so eine Schwerter, na gut. Achso. Gut, die sind natürlich dankbar. Los, Fußsoldat! Du bist der Geilste, du bist der Krasseste. Er ist einfach Kirito. Oh Gott, der nimmt so viel Damage. Er ist gleich schon down, glaube ich. Von dem Verzauberten. Ja, er ist tot! Schon gegen den Verzauberten verloren. Was soll er machen? Ja, weil der die Buffs halt nicht bekommt, Leute. Ihr seht halt, wie viel Schaden die eigentlich machen. Selbst die Verzauberten können wohl ein bisschen was, ohne rettet euch selbst. Let's go, wa? Ja, ich bin ja schon drin. Au, au, au. Ich treffe wieder gar nicht. Stell mich mal ganz weit weg, damit die es auf keinen Fall auf mich machen. Damit wir wenigstens ein bisschen Pott haben. Ja, dunkle Blume, komm schon. Macht's doch nicht mehr. Wahrscheinlich, weil die auch so viel heilen muss. Viel heilen muss und wahrscheinlich, weil sie denkt, ja, bringt doch eh nichts, kriegt ja keine Adrenalin. Imagine, die sind so schlau. Who knows, ey, ist nicht auszuhalten. Könnte wirklich sein, ja. Ja. Endlich mal ein Checkpoint. Ja, der einzige Checkpoint in der Ebene. Wie weit geht das denn noch? Oh mein Gott, soll ich das schon wieder sehen? Boah, die Gegner Hilfe, Hilfe, sind. Hilfe, Hilfe, Gwen, Vorsicht. Die ist ja schon wieder eine Gruppe. Ja. Eiskalt. Wie viele das einfach sind. Na gut, ich geh mal los. Mal schön mit Schild, Oh, scheiße. Au, 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 au. Schön erstmal wieder zurück. Kleriker? No. Natürlich. Ah, jetzt war ich zu weit vorne, jetzt habe ich auch Blindheit. Cool. Nee, der Zauberer ist einfach neben mich gelaufen. Interesting.
Okay, gleich habe ich so lange kein Adrenalin bekommen, dass meine. Ein Priester lebt noch, das ist das Problem. Ja, Priester tot. Let's go. Oh, Rest ist doch nur Formsache. Ich sag's dir, die Monks sind das Problem. Ja. Vor allem die Kleriker mit dem Protscheiß. Ja, nur normalerweise würden die Priester ja sofort down gehen, aber trifft sie ja nie. Das war auch ein Abschnitt aus Kathedrale der Flammen, meine ich. Ja, oder die Köpfe hängen. Ich meine, die sehen halt ähnlich aus. Ja. Beziehungsweise sehen genau gleich aus, nur halt ist jetzt nicht der gleiche Ort. Mhm. Ja. Jedenfalls ist hier noch ein riesiges Huhn auf dem Tisch, das genauso wie alles in der Guild Wars Welt viel zu riesig ist, als dass man das als Mensch irgendwie benutzen könnte. Also ich hätte Bock drauf, so einen riesen Huhn jetzt zu verspeisen. Ja, hätte ich ja Angst, dass das komplett irgendwie genetisch mutiert ist, ey. Ja gut, bei Untoten würde ich das jetzt auch nicht essen, aber scheu. So, dann will ich mal. Kommt her. Ich drehe ihnen sogar den Rücken zu, gut, dass es bei Guild Wars keinen Unterschied macht. Obwohl, im Nahkampf weiß ich gar nicht, macht das da Unterschied? Ich glaube schon, wenn man von hinten angreift, hat man irgendwie höhere Crit-Chance oder so, ne? Kann das ist das so? Das weiß ich nicht. Ich glaube, sowas hätte ich mal bei Final Fantasy 3 ist das schlimm. Da ist es auf jeden Fall so. Die fangen da an und haben eine richtig hohe Crit-Chance. Oh Mann. Bei Final Fantasy 3 ist es komplett over, ey. In den Rücken zu drehst. Also. Los, schnappt ihn euch. Ja, sobald die Geister dem einmal fokussen, ist es sofort vorbei. Dann müssen sie halt auch erstmal tun. Ja, ich brauche ein bisschen Adrenalin. Komm schon, ein Treffer. Man trifft nie mit Blindheit, nie. Ich sag's dir, ohne Geister will man die nie besiegen. Ja. Weil die halt nicht blind werden können und verdammt viel Schaden machen. Das war das Ding. Da ist ja auch noch ein Priester. Preis halt, wen greifen die Geister eigentlich gerade an? Wir haben so Glück, dass die da hinten nicht schon links haben. Ja. In den Kampf. Und in dem Moment kommen welche, oder was? Nee, die stehen immer nur ganz kurz davor so. Und gehen dann wieder um. Das haben die schon dreimal gemacht. Kaum habe ich mal keine Blindheit mit einem Schlag 120 Schaden. Ja, aber. Halten gar nicht so viel aus, ne? Die na, schützen natürlich sich nicht, nur. Nein, die kriegen nur nie Schaden. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Ne? Okay. Oh no. Seh meinen zuckenden Augen da, ein Kleriker. Keine Blindheit. Mit Schutzgeist, so ist er kaum der Mensch. Aber die Geister haben ihn kaputt gemacht. Ja, weil ich den jetzt immer pinge. Ich den nicht sofort pinge, ist vorbei. Geister greifen leider wieder den Falschen an, wie immer. Haben die keinen Zauber in der Gruppe gehabt? Nee. Deswegen habe ich keine Blindheit die ganze Zeit. Nur Messmer, Grobian und verdammt viele Monks. Pure Wonne, ey. Geil. Sofort down, alle. Warte, ich hole noch. Ja, dann müssen wir durch. Aber da hinten ist halt der Schlüssel. Irgendwo.
Oh Mann, ey, das ist aber auch ein riesiges Hin und Her hier immer. Lass die mal lieber weg, Mama. Ja, ja, hey. Was soll's? Macht jetzt auch den Kuchen. Wieder mit Zauberern. Alles, was das Herz begehrt. Ich brauche noch Eternal Aura hier, ey. So, und ein Schild rein, was soll das? Geht doch. Bam, 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 bam. Gleich 300 Schaden. Na, bin ich direkt blind? Nee, noch nicht. Aber der eine kommt schon verdächtig nah. Ich weiß es sofort. Das Boden schmeißen kann der halt auch. Schock und danach beben. Schon nervig, der Zauber. Wir können richtig viel krassen Schaden. Genau die sind nämlich das Problem. Genauso wie die Kleriker. Alle anderen sind eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, Zauberer, Kleriker. Zauberer und Kleriker. Die Priester gehen dann nicht auf. Kann man also aufhören wegzulaufen? Wir haben auch keine Skrupel, einfach richtig schön zu kiten. Auch, ne? Ich bin so blöd. Manchmal verbrauche ich meine Adrenalin einfach für Angriffe, anstatt mir ja, endlich Schmerztropfen wiederzuholen. Ne? Tja, was ist jetzt mit den Schlüsseln? Ich sehe es schon. Sind ganz weg backtracken. Du siehst es auch, ne? Aber hier ist gerade gar nichts. Flammenkohlebecken. Flammenkohlebecken. Oh, wo siehst du die denn alle? In der Mitte. Oh, scheiße, das ist natürlich blöd. Naja. Das hätte ja, aber ruhig mal einen Guide schreiben können, dass man die Fackel immer mitschleppen muss. Ja, ich hole die mal. Wer will die hier mitschleppen? Dann sind die Kämpfe ja noch schwerer. Ja, kannst du ja vor jedem Kampf hinschmeißen. Hier sind auch Flammenkohlebecken hier. Ja, irgendwo muss aber doch auch eins brennen, oder nicht? Ja, wo soll ja, wahrscheinlich ganz am Anfang. Ja, ja gut. Was weiß ja. ich? Oh je. Ich meine, mit Moralschub geht's da wieder einigermaßen aus bei Korn. Wir sind schon wieder in hier in der Ebene des Feuers hier. Flammenkohlebecken, dann muss es da irgendwo sein. Das kann ja unmöglich das Flammenkohlebecken sein. Das ist echt ein bisschen übertrieben mit dem Fackeln. Oh, hier ist so ein Tor. Da ist die Fackel. Ja, man muss das hier wahrscheinlich. Ah, ich verstehe. Hm, okay. Ja, okay, na gut. Das ist natürlich lame, aber geht nicht anders. So ganz mitnehmen, ne? Vor Anfang. Ja, vor allem. Immer wieder einen weitermachen. Genau, du musst ja immer die nächste Fackel wieder anzünden. An sich finde ich es cool. Das ist halt anstrengend. Finde ich auch cool, aber nicht in den Dungeon, weil der Dungeon schon andere Knackpunkte setzt, sag ich jetzt mal. Hm. Tja. Lustig. Er ist echt ganz am Anfang. Ach, hier shit, ungefähr. Was jetzt gemacht? Hier muss der Scheiß erstmal hin. Ah ja, okay. Boah, es sind so viele Kohlebecken, die man da erst anzünden muss, ey. Oh Mann. Da, 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 da. Wo ist das Feuer? Hier ist auch kein Becken. Wo ist denn das Becken? Ach da. Na gut. Du siehst die Maus blöd. Ich muss, ja, nee, ich kann ja auf Komma drücken, aber ich muss es ja, es muss ja erstmal aufploppen, weißt du, was ich meine? So. Ich glaube, mit Komma kann ich die sehen. Ja, ja, ich kann sie sehen mit Komma. Ich weiß ja nicht, was man hier machen muss. Schalte alle in Mitte alle anzünden. Anzünden. Ja, ja. Oder alle sogar. Nein. Irgendwie muss der Schlüssel ja aufploppen. Das Gute ist, danach kommt schon der Boss. Voll. Fendinin.
Hunger bekannt vor, als hätte ich den schon mal... Ja, mir kam der Name auch direkt bekannt vor und du weißt, was für ein Zeichen ist. Nicht gerade das Beste. Ja. Ja, stimmt schon. Die super, die sie richtig schwer sind, merkt man sich eher als die, die... Ich wusste nämlich, irgendwo war so ein richtig nerviger, schwerer Untot. Was muss der gewesen sein? Ah, jetzt weiß ich, was der... Oh shit, ja. Weil der 100.000 Kollegen hat. Ja. Das war, glaube ich, das Problem. Solange es nicht mehr ist. Ich dachte, der hat noch ein anderes Gimmick auch noch. Ich glaube, der kommt auch als Geist nochmal oder so. Kann sein. Den muss man, die Seele muss man auch töten oder so. Irgendwas war da. Ja, ich habe den noch irgendwie, als hätte ich den vor nicht allzu langer Zeit schon mal gemacht. Bist du masochistisch veranlagt, den nochmal einfach so zu machen? Anscheinend. So, hier kommt, ja, die, aber echt? Kommt die Flamme. Ja. Hier ist noch eine. In der Mitte. Ja, ich hab sie halt ja jetzt Komma gedrückt. Deswegen, jetzt sehe ich die alle perfekt. So. Tja, dann kommt wahrscheinlich jetzt wieder so ein verfluchter Bandit. Aus dem Nichts. Ja, das würde Sinn ergeben. Hätten es noch welche. Puh, komplett übertrieben. Aber gibt dem ganzen Ritual natürlich eine noch epischere. Ja. So, so. Kulisse. Das ist ja jetzt der letzte sein. Ja. Direkt sind sie schon da. Ich kann kotzen. Bup, bup. Oh no. Ich hab noch immer keine Blinken. Ein Tool ist da auch noch, cool. Kann man nur leider nicht öffnen, weil die Gegner uns, glaube ich, ein bisschen zerstören wollen. Ja, ich hab ja auch die Blindheit. Nur wenn du die nicht hast, hab ich die. Jetzt hab ich's aber. Weil, ist nur noch der, ne? Hey, alleine wird wohl nichts hinkriegen. Oh, Speer, let's go. Ach, das ist mein Inventar auffällig. Windender Speer. Jetzt. Vampir, natürlich. Na. Uiuiui, na dann. Auf geht's. Mit 51% sterben wir los. Yippie. Naja, nicht für dich. Zum Glück. Da ist ja noch irgendein Scheiß. Ja, viel kann aber nicht mehr kommen. Wenn du auf Karte schaust, siehst du ja schon, wo der ist. Naja. Oh. Feine Elite-Wachen kommen noch scheinbar. Oh. Oh nee, nicht die. Was sind das denn für welche? Drachen. Oh no, oh, was? Ja, ist sind die ja wirklich von Faulschuppe? Alles ist besser als Kleriker als und Zauberer. Ja, ist echt so. Na, ich werde da mal pullen, wa? Ja. Na, ich hab keinen Bock, dass die können ruhig zu uns kommen. Ich schon wieder, ja, so wie Goron. Oh, scheiße, Goron, okay, ich komme. Ich komme, Goron, ich komme. Naja, Panik, ne? Ja, weil das Gute ist, die haben halt nur Waldläufer gefühlt. Die stehen halt auch alle übereinander, also das ist... Und der Drache, der ist nicht ein Waldläufer wie bei Faulschuppe, der ist Faulschuppe quasi. Ja. Hä, schon alle tot? Ja, weil die alle nebeneinander standen. Ja, alle übereinander, was soll ich sagen? Ist halt einfach dann so. Lied Kriafolie und den nimmt doch gerne mit. So. Ich den Vampir spielen. So, und du? Was ist jetzt? Ach, hier kann man drüber laufen. Ja. Okay. Boah, Alter, die machen es aber spannend. Ja, und guck mal da. Du hast es ja schon eben angeteasert, so. Es wird langsam warm und da ist die Lava-Welt. Ja.
Oh Gott. Das kommt hat hier auch noch so eine große Klappe. Auf einmal bricht da so ein Geist hier. Oh, was mit ihm denn, ey, wie er aussieht. Ja, den kenne ich noch, den haben wir doch neulich noch mal irgendwie. Wieso kommt der mir denn so bekannt vor? Ja, weil so ein komischer Skin auch ein anderer Untotenboss war. Ja, von Phlox Ausgrabung. Nee, das ist ja gerade erst gewesen. Das ja. Kommt mir vor, als wäre das ein paar Monate oder ein Jahr oder so her. Das kann aber nicht sein. Und der soll jetzt so hart sein. Bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Nö, ist er nicht, weil er hat ja macht keine Blindheit. Naja, wer weiß, was der für unfähige Fähigkeiten noch mit sich bringt gleich. Who knows? Den muss man nämlich zweimal besiegen, gleich kommt noch die Seele. Das ist wahrscheinlich nur das Geplänkel hier. Ja, weil wenn der jetzt der Endboss wäre, das wäre halt echt lustig, weil der ist ja gleich schon da. Jetzt. Oh, die Seele von Fendinin. Da ist er. Weiß nicht, bis jetzt geht's noch. Hat aber. Ja, wollte gerade sagen, bis jetzt geht's noch. Ja, jetzt bin ich blind. Das sind die Phantome. Ja. Boah, und der hält jetzt viel aus. Ja, vielleicht lieber erstmal die Phantome killen, ne? Ich trinke schon mal einen Korken. Mit einem Legionär baue ich jetzt auch noch. Ach, Mensch. Alle Bogenschützen sind auch wieder da. Und er ist wieder normal. Das ist nämlich die Scheiße gewesen. Jetzt wohl. Oh mein Gott. Ja, das wird lustig. Leute, das wird lustig. Die schlauen Beobachter wissen wahrscheinlich, was die Schwierigkeit ist. Du kannst ihn nur kurz verwunden und wenn nicht schnell genug bist, dann ist er wieder so. Ja, aber ist er dann immer noch geschwächt, wenn er wieder der Geist ist? Das weiß ich nicht mehr. Dann wäre es ja okay. Werden wir jetzt rausfinden. Ups, ja, und schon wieder zum Seelenman. Ja, ist er noch geschwächt. Oh Mann, aber es werden immer mehr Phantome gefühlt. Hey, was soll das denn? Jetzt läuft er auch weg. Schisser. Es werden gefühlt immer mehr Phantome. Mann, der soll nicht immer wegrennen, dieses Arschloch. Ja, was mit dem jetzt? Ah, Viertel hat er weg, Drittel vielleicht. Und er ist wieder normal. Und das Blöde ist, wenn er immer wieder normal wird, dann holt er sich wieder 1000 Leute dazu. Gut. Jetzt hat er mir halt Blindheit gegeben. Das ist dann doof. Das war's. Das war's. Ja, keine Ahnung, wie man den schaffen soll. Bin ich ehrlich. Das Blöde ist, dass der halt immer wieder neue Phantome kriegt, immer wieder neue Skelette. Und es wäre ja nicht so schlimm. Da. Werden halt immer mehr. Ja. Eine Weile lief's ganz gut. Aua. Ja, aber irgendwann ist halt vorbei. Mit Mana und mit Durchhaltevermögen. Nee. Oh. Ja, keine Ahnung. Na, wenigstens hat man bis dahin auf jeden Fall volle Mana, bis man wieder bei ihm ist, ey. Uff, big uff. Muss mal flaggen. Und selbst dann schaffen wir es halt nicht. Flaggen und flaggen, ich keine Ahnung, was man noch machen kann. Ich war ja schon besoffen. Hallo Sandra. Das ist die wahre Challenge hier. Das andere war nur Geplänkel. Reden dieses scheiß Giftding. Einfach durchlaufen. Das macht eh nicht so viel Schaden. Nervt aber schon wieder. Hä? Ich laufe da immer in die falsche Richtung. Mann. Ups. So, wo ist denn der Arsch? Da ist er. Dass hier auch noch ausgerechnet zum Feuerkram sein muss. Ja, ich würde sagen, wir bauen hier so auf, zwischen den Feuerdingern.
Kann man machen, ja. Ich versuche mal nur ihn rauszupullen. Das wird zwar nicht gehen, aber. Oder vielleicht nur den Bogenschützen in den Arschkopf. Ja, das geht. Ja, aber die respawnen noch eh. Ja, gut, aber. Ja, jetzt ist es egal, weil jetzt geht der Sack auch schon wieder. Ja. Tja. Mhm. Kommt er jetzt hier hingelaufen? Oder sonst greife ich den erstmal weiter an, bis er hierher kommt. Wäre echt geil, wenn er hierher kommt. Geister stehen. Just saying. Come on, nur noch ein Stückchen, mein Freund. Na, Geister? Ja. Okay. Geister schnappen sich immer in den Bogenschützen. Geister greifen ihn auf jeden Fall schon anders gut. Olivia ist tot, toll. Also irgendwie. Er will halt nicht. Ja, vielleicht kommt ja seine Seele ein bisschen näher. Das Geile ist, die Phantome spawnen da hinten, ne? Ja, guck mal hier. Das ist der Cheese wahrscheinlich. Selber rausgefunden. Komm mal hier runter. Ja, leider. So, jetzt kommt er schon ein bisschen näher. Jetzt kommt er näher und wir sind tot. Ja, aber vielleicht bleibt er hier, wenn wir da unten sind. Trotzdem. Naja, ich gehe mal auf die Füße. Jetzt ist er wieder so und jetzt spawnen wieder die Bogenschützen und ich bin tot. Was ein Scheiß, Boss. Viel zu schwer gemacht. Und ich spawn direkt neben ihm. Ja, aber das heißt ja, dass wahrscheinlich die Phantome dann auch direkt wieder neben ihm spawnen. Ne, nee, die waren eben da hinten. Gut, aber dann ist es ja, das ist ja schon mal nicht schlecht, weil wenn er hier alleine steht, ohne Phantome, dann hätte man ja schon mal eine bessere Chance. Chance? Ja, aber das ist ja schon mal, das ist ja schon mal ein Anfang. Es ist die Frage, ob er zurückläuft, weil das wäre kacke. Ja, das wird sowas sein. Ja, da war ich mir nicht so sicher. Oh, ich bin wieder da, aber eh nicht lange, oder? Und der Geist, sein Geist refillt der Life, vielleicht lebt, vielleicht ist das so, weil er untot ist, kann er sich nicht heilen oder so. Wir sehen es ja gleich, der geht ja nochmal down jetzt wegen der Geist. Ja, leider geht er down, ne, die kommen hier, das kann man nicht schaffen. Aber guck mal, der Fendi, der heilt sich nicht. Der kriegt kein Leben neu. Also man muss nur die Seele irgendwie, ja. Also es geht. Das ist ja nur die Frage, wie viel... Wie viele von den Zuckerstangen hast du denn dabei? Genug. Ja, das ist doch mal. Vor allem Kürbiskerne. Auch noch ganz viele. Na also, dann geht das auch. Ist halt nur dumm und langwierig. Ja, und so habe ich es auch in Erinnerung. Genau so. Zehntausend hat die Seele. Ja, aber dann scheiß auf die Phantome. Bringt ja nichts, die anzugreifen. Das ist ja einfach nur Verschwendung von Zeit. Weil wir müssen ja Schaden machen, wenn wir können. Oh je, oh je. Das Einzige, was wir machen können, ist versuchen, ihn halt platt zu machen und dann einfach so viel Schaden wie möglich, bevor wir alle draufgehen. Geht nicht anders. Keine Ahnung, wo das war. Ja, let's go. Ist echt zu schwer.
Der Fendi alleine ist ja erstmal noch nicht so... Nur die Seele und die Phantome sind halt absolut kacki. Mit den Phantomen, das ist echt... Ich weiß nicht, was da verhalten soll. Erstmal einfach auf ihn drauf. Weil die aggro sind und da sind. Ich weiß nicht, warum die so viel Schaden waren. Ich meine, wir haben ja rettet euch selbst. Das ist halt Rüstungsdurchdringung, ne, was die haben. Zum Teil, die machen ja Blitzschaden. Ja. Das ist halt nicht Plättrüstungsdurchdringung, aber ist halt ein bisschen Rüstungsdurchdringung. Das Gute ist, die Phantome verschwinden, sobald der wieder normal ist. Das vielleicht der Trick, die Phantome nicht anzugreifen. Nee, hab ich doch gesagt, die scheiß auf die Phantome. Immer nur auf ihn, damit wir möglichst viel Schaden auf ihn machen. Aber hier würde ich die Skelette umbringen. Vielleicht trifft die ja auch. Oh, zu viel auf einmal. Aber guck mal, wir haben der Seele haben wir so viel Schaden gemacht. Tatsächlich auch. Und mit tiefer Wunde ist es schon nicht schlecht. Irgendwie ein G jetzt. Irgendwie einschießt, jetzt läuft es random irgendwie gut. Wir haben nichts anderes gemacht. Ja, doch, wir haben uns auf ihn konzentriert. Das ist vielleicht ein Ich mag den Boss nicht. Die Idee ist cool, aber ein bisschen übertrieben gemacht. Mit den Phantomen zumindest. Der hat einfach 10.000 Energie. Das ist ein Viertel von du. Goran, kannst du mal wieder tiefe Wunde auf ihn machen, bitte? Ja, das war gut, ne? Ja. Da war er echt fast down. Ich glaube, sonst kann das keiner. Das Gute ist, dass er sich nicht mit Nekrofähigkeiten nur so heilen kann. Ja, wenn er sich heilen könnte, wäre er zu krass. So finde ich es eigentlich okay, so, weil es ist machbar. Machbar, aber verdammt hart. Ja. Ich glaube, Gwen, wenn die Gegner richtig dumm stehen, dann macht Gwen halt auch irgendwie einen Carry. Hm. Ah, und durch die Skelette baut man auch ein bisschen Malus immer ab, was ziemlich geil ist. Haben wir noch gleich einmal tiefe Wunde. Ja, Goran, was los? Ja, brauchen wir schon gar nicht mehr. Sind eh nur noch ein paar Sekunden. Ich glaube, diesmal ist er down. Ja, und da ist die tiefe Wunde. Let's go. Ja. Komm, jetzt aber komm. Und tschüss, Mann. Geh baden. So ein Mistboss. Geh baden. Boah, war der schlimm. Danke, Chandra. Und da hinten ist die Truhe. Uiuiui, hier gibt's wahrscheinlich den Bone Dragon, Steph. Kann sein, ja. Oh, Fenje stecken. Schon wieder grün. Aber ich habe nur einen gezackten Speer, aber vielleicht haben wir ja Glück. Aber willst du ja schon gar nicht mehr glauben. Aber ich habe eh keinen Platz. Das war richtig schlecht. Todesmagie. Wie ist denn der gezackte Speer? Ziemlich bescheiden, ey. Das ist die goldene Machete. So ein Schwertheft, neu freigeschaltet. Schon wieder. Ja. Wo ist denn der Speer? Ist hier noch irgendwas? Ne. Komisch. Was für ein Speer? Ich habe einen Speer aus der Truhe gekriegt und den habe ich auch aufgehoben, aber ich finde den in meinem Inventar jetzt nicht. Hä? Wie geht das denn? Ich weiß nicht, ich bin schon dreimal durch. Ja, was hier schönes drin habe ich da auch nur Quatsch. Gegenstand freigeschaltet, Centurio. Aha. Befähigung. Guck mal einer an. Ah, ich hab den gezackten Speer, der ist in mein Dings, in meine Ausrüstungstasche. Rüstungsdurchdringung 2020, naja.
klasse. Ist halt geil, aber halt nicht für uns. Da wir das Quest ja schon abgeschlossen haben, können wir eigentlich den Quatsch sogar noch annehmen. Oh, knack, knack. Oh. Den Quatsch hier. Welchen? Was wir in Aberbucht gemacht haben, nebenbei mit den Zerstörern. Schöne neue Welt, oder wie das hieß. Ach so, ja. Paragon Foliant, Hymne der Müdigkeit. Kann man euch helfen? Da, Geistbrecher. Ihr bewegt euch um 33% schneller und wirkt Zauber um 20% schneller. Wow. Das ist für Mesmer. Oder Elis. Für Mesmer oder Elis. Das war's. Für mich eher nicht. Ja. Gut, ihr Lieben. Das war der Dungeon. Fast 2 Stunden. Und beim nächsten Mal, gut, Frage, was machen wir beim nächsten Mal? Eins von diesen 3 Gebieten. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, das andere müssen wir noch aufschieben. Vielleicht sogar das Alkasia-Dickicht. Ah nee, ich glaube, da warst du noch nicht, ne? Trübwinkel. Weiß ich nicht. Da bin ich doch nur wegen Polymorph hingelaufen. Puh, ja. Ja, doch, ich bin da auch einmal hingelaufen. Echt? Warte, wo ist das denn? Du hast ja, tatsächlich. Ja, ich weiß ja, gar nicht mehr, wofür ich da war. Dann machen wir wahrscheinlich das Alkasia-Dickicht beim nächsten Mal. Ja. Das wäre hier. Hier gibt es auch noch irgendwelche random Quests, die man ganz das ist leger annehmen Stab kann. Hat. Dingens. Stimmt. Den hat Olias, den Stab erhält noch. Stimmt. Ha. Schlüssel von Melandro. Nur Cormier Schlüssel nicht. Nee, warte mal, der Stab, den er gehalten hat, ist noch ein anderer. Der sah noch anders aus. Nee, das ist der. Das ist der. Nee, das ist nur ja nicht so bläulich. Nee, das ist ja nicht. Der den Dings hat, sieht noch anders aus. Siehst du? Bisschen mehr Wabi-Style. Ja. Sonst nichts. Nee, nur Melandro. Nerd. Nur Melandro. Naja. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Tschüss, ciao, ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!